Einen wunderschönen Tag heute, Freunde und Zuhörer meiner Vorträge. Ich habe einen kleinen Vortrag vorbereitet für berufene, fromme, erleuchtete und die es sein wollen, die auf dem Weg sind dazu. Alles, was ihr schon erlebt habt, wo eure Erkenntnis schon gesammelt ist, im Kleingehirn, also hier hinten im Kleingehirn, was gesammelt wurde von euch, wo ihr auch ab und zu abrufen könnt, wenn die rechten Freunde auftauchen oder wenn Nebenmenschen kommen und sie wollen was von euch hören. Alles ist also schon gesammelt in euch. Geistes geht nicht verloren, denn Geistiges ist ewig. Es hat aber eine Zentrale und das ist das Kleingehirn, ganz hinten im Schädel. Der Mensch will mit anderen Menschen, vielleicht in Gruppen, zusammenarbeiten. Das ist nicht unbedingt sinnvoll, da die Menschen ja verschiedener Reifegrade sind. Denn es heißt, arbeiten soll der Mensch nur mit Abdushin. Hört es wohl, arbeiten soll der Mensch nur mit Abdushin. Nur er kann euch den Weg auf den Weg führen. Nur er kann euch auf den Weg führen. Niemand kann das außer ihm. Wenn geistige Helfer, geistige Führer uns einen Ruck geben, einen Tritt geben, ja, geh wieder mal vorwärts oder tu mal dies oder jenes geistig, dann ist es ein Rat, der uns dann der geistige Führer gibt. Einen Rat mit auf dem Weg kann Großes bewirken und es ist dann ein großes Hilfsmittel, ein wunderbares Dahingehen mit diesem Rat, den wir dem befolgen. Hier geht es aber um Arbeiten im Geiste. Dann, das könnt ihr nur mit Abdushin. Abdushin brachte die Kreisbotschaft, die Botschaft, die erweiterte Botschaft aus Jesus. Es ist eine Erweiterung, denn wer die Botschaft von Jesus aufgenommen hat, wahrhaftig das Leben mit eingebunden hat in sein Leben, der braucht keine weitere Botschaft. Nur er muss es leben. Er muss dann das Christuswort leben. Warum? Weil die Menschen es nicht können. Weil sie es nicht bewusst leben, das Jesuswort. Dazu kam noch einmal das Wort in die Welt. Und das Wort brachte Abdushin in Immanuel. Fromme, Erleuchtete, die das Kreuz auf die Stirne tragen, ihr sollt nur arbeiten mit Abdushin. Ihr könnt nur mit ihm arbeiten, nicht mit Gleichgesinnten. Denn Gleichgesinnte haben, auch wenn sie noch so gleich sind, andere Reifegrade. Der Herr alleine kann euch das Wort erfüllen in euch. Dann nehmt auch das Wort in der Kreisbotschaft auseinander. Zerlegt es. Geht auf den Grund jedes Wortes, jedes Satzes, der Aneinanderreihung aller Worte. Nehmt sie auseinander, damit sie euch lebendig werden. Damit sie euch lebendig werden. Sie müssen lebendig vor euch auferstehen, die Worte. Sie müssen Freude bereiten. Gleichzeitig euch ein Antrieb sein,
in Strenge und Liebe. Strenge und Liebe. Darin muss der Mensch erstarken. Der Mensch, der wahrhaftig ist, die Frau, die lebt in Anmut, in Edelmut. Auch der Mann hat Edelmut, er hat noch etwas hinzu. Er hat noch das Heldentum. Wenn er den Heldenmut hat, der Mann, dann kann es ihn hochschwingen in seiner Empfindung. Achtet darauf, dass ihr euch ihm empfindet. Wenn ihr die Kreisbotschaft liest, dann versucht ihr euch ihm zu empfinden. Unbedingt. Denn daraus könnt ihr schöpfen. Ihr könnt dauernd schöpfen dann. Es ist ein lebendiges Arbeiten. Lebendig, stark und machtvoll. Ihr Menschen, werdet doch wahrhaftige, lebendige Geistmenschen. Werdet doch das endlich. Seid doch nicht mehr Misstrauisch gegenüber jedem und einem, allen. Seid doch einfach wahrhaftig. Aber dazu braucht es, dass ihr ehrlich seid. Zuerst mit euch, mit eurem Innersten und dann mit den anderen. Und vor allem mit euren Liebsten. Seid ehrlich mit euren Liebsten. Denn dann liebt ihr auch tatsächlich euch selbst. Achtet darauf, dass ihr euch liebt. Die Welt ist sehr belebt heute, bewegt, lebendig, ein lebendiges Treiben in der Natur. Herrlich, großartig, wunderbar. Ich bin gern hier. Es ist meine Heimat. Eigentlich kann ich nur hier sein. Und doch muss ich herumziehen. Ich muss an viele Orte gehen, wo es mich braucht, wo mich das Licht haben möchte. Ich löse auch aus, überall wo ich hinkomme. Nicht jeder Mensch kann auslösen in dieser gewaltigen Art, wie ich es tue. Aber jede Menschen, alle Menschen können auslösen dort, wo sie wahrhaftig stehen. Sie können ein kleiner Teil dort auslösen, wo sie stehen. Im Beruf, Familie, Freunden. Löst aus. Seid einfach ehrlich mit dem, was ihr erlebt, mit Freunden, im Beruf und Familie. Dann, wenn ihr empfindet eine Erleuchtung, dann meldet euch bei mir. Eine Erleuchtung ist nicht so, dass jemand heilig wird. Eine Erleuchtung ist ein Schritt, den ich vom Dunkel, wo ich bin, ja, schon ist dunkel, ins Licht gehe. Ins Licht gehe. Das ist dann die Erleuchtung. Das ist ein Aha. Aha, jetzt habe ich es endlich begriffen. Das ist eine Erleuchtung. Da gibt es natürlich Erleuchtungen je nach Reifegrade. Auch das sind ja Erleuchtungen. Und da gibt es die Erleuchtung, dass es als Berufener sehr nahe ist an dem Auserwählt sein können. Ein Mensch, der also auserwählt sein kann, der steht in sich selbst schon wie ein Berufener und kann nur noch und soll nur noch dem Ruf nachgehen, bis der Ruf ihn erreicht. Und jedem Menschen muss es den Ruf erreichen, der berufen ist.
Ja, also wir berufenen Frommen und Träger des Kreuzes auf der Stirne, ihr arbeitet, arbeiten könnt ihr nur mit Abdushin, mit niemandem sonst. Ihr werdet es nicht können mit anderen Menschen, es geht nicht, denn arbeiten könnt ihr nur mit Abdushin. Also empfindet ihn so, dass er lebendig wird in euch, dass ihr ihn rufen dürft, dass er in die Nähe kommt. So nahe, dass es nichts mehr gibt, keine Wand dazwischen, kein Gedanke mehr, dass er einfach da ist, wie der Sonnenschein. Also empfindet wahrhaftig den Gottessohn. Empfindet ihn wahrhaftig, denn er ist hier, feinstofflich. Empfindet ihn. Denn er will, dass ihr ihn empfindet. Ich habe jetzt echt nicht so antworten wollen, dass er hier ist und dass ihr ihn spüren müsst. Man kann ihn nicht spüren, weil er ja feinstofflicher Art hier ist, also geistiger Art. Das heißt, es ist rein nur die Empfindung. Und wer empfinden kann, der kann es empfinden. Genauso wie er mich heute empfindet. Wie ich heute euch gegenüber komme, wie ich heute bin. Fragen hat, der schreibt mir einfach. Es wird bald eine Feier geben am 5. Juli 2024. Die wird sein in der Nähe vom Bodensee. Ihr könnt euch anmelden. Wer den Geistreifegrad erreicht hat, wer die Kreisbotschaft liest, wer das Gotteswort Jesus Christus lebendig in sich hat, der darf sich melden. All diese sind zugelassen an die Feier. Also meldet euch, auch könnt ihr euch versiegeln lassen. Seid mutig für diesen Schritt. Es ist eine Verantwortung, aber es lohnt für den Menschengeist. Denn der Geist ist ewig. Es ist ein Bündnis, dass ihr eingeht, mit Gott ewig verbunden sein. Es ist ein froher, freudiger Akt des Lichts. Also, so wünsche ich euch, bleibt in der Kraft. Arbeiten könnt ihr nur mit Abdushin, mit seinem Wort. Indem er euch das Wort gibt und ihn euch lebendig machen lässt. Arbeitet mit ihm, sucht ihn. Sucht ihn freudig, empfindet ihn und dann ist er bei euch. So viel heute von Immanuel Markus Bösch an der Reuss. Sie ist schon wieder angeschwollen. Bin schon bald im Wasser.